Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial. In diesem Tutorial werde ich euch zeigen, wie man einen coolen kleinen Friedhof bauen kann. Und zwar werde ich den an diese Kirche hier ranbauen. Die Kirche habe ich im viertletzten Video schon mal gebaut und eben auch ein Tutorial dazu gemacht. Also bedeutet, wenn ihr das sehen wollt, wie ich diese Kirche baue und die nachbauen wollt, dann habe ich den Link in der Beschreibung. Und ansonsten, wie gesagt, ist das viertletzte Video gewesen. Ja, falls ihr es nachbauen möchtet. Und auf jeden Fall bauen wir jetzt dieses Mal allerdings den Friedhof. Denn jede gute Kirche hat natürlich auch einen Friedhof. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an damit. Das erste, was ich machen möchte, ist von dieser Tür hier, von diesem Seiteneingang, möchte ich eine Straße oder einen Weg vielmehr bis zu dem Haupteingang bauen. Und dann können wir auch schon direkt anfangen mit den Tipps. Und zwar möchte ich am Anfang, bevor ich einen Weg baue, immer schon direkt wissen, welche Blöcke ich dafür benutzen möchte. Ja, für diese Straße benutze ich jetzt, oder für diesen Weg, ist ja keine Straße, benutze ich Cobblestone, Mossy Cobblestone, Gravel und den Dirt, der eben für immer Dirt bleibt und nicht von Gras überwachsen werden kann. Und dann möchte ich den insgesamt 4 Blöcke breit machen, das bedeutet bis hierhin ungefähr. Und dann mache ich es meistens so, dass ich zuerst einen Block nehme, zum Beispiel jetzt den Cobblestone. Und dann gehe ich quasi den Weg einmal ab und platziere einfach random so ein paar Cobblestone-Blöcke. Und gucke halt, dass nicht solche Muster hier entstehen, sondern dass das halt schon willkürlich ist irgendwie. Und dann gucke ich, der hier ist zum Beispiel zu weit, so weit wollte ich ja gar nicht. Und dann baue ich das hier einfach erstmal so ein bisschen, einfach überall mal ein paar Blöcke hin. Mal ein paar mehr, mal ein paar weniger. Und dann schaue ich, dass halt, wie gesagt, zum Beispiel dieses Muster hier, diese 3 Blöcke, die kommen halt hin und wieder mal vor bei mir. Und das soll natürlich nicht so sein, sondern das soll ja möglichst abwechslungsreich sein. Dementsprechend müsst ihr sowas dann natürlich korrigieren. Aber ansonsten versuche ich es halt möglichst random zu machen. So. Weil das sieht nämlich immer am besten aus, wenn man es einfach irgendwie zufällig macht. Als dass man da irgendwie... Man kann natürlich auch Muster machen, aber ich persönlich bin nicht so ein Freund von den Mustern. Und dementsprechend mache ich es halt so, wie ich es jetzt gesagt habe. Und dann auf dem Rückweg gucke ich mir das meistens nochmal an und gucke, wo halt irgendwelche Sachen irgendwie doppelt aussehen oder sowas. Wie hier zum Beispiel, diese beiden sahen ja doppelt aus. Und dann korrigiere ich das. Und ich würde sagen, so bin ich jetzt einigermaßen zufrieden damit. Und dann schnappe ich mir einfach den nächsten Block, zum Beispiel jetzt den Mossy Cobblestone, und platziere das halt genauso nochmal. Und das mache ich dann auch nochmal mit dem Gravel und auch mit dem Dirt. So, der Weg ist jetzt soweit fertig und sieht dann insgesamt so aus. Ich habe jetzt hier Richtung Kirchen quasi nochmal das Ganze erweitert um einen Block. Hier ist also quasi 5 Blöcke breit. Hier ist dann aber nur Dirt, einfach weil ich da später noch ein paar Pflanzen hinmachen möchte. Und unter Pflanzen sieht natürlich Dirt auch immer ganz gut aus, weil ja meistens unter Pflanzen, wie gesagt, kein Gras wächst. Und das nächste, was ich jetzt tue, ist erstmal eine kleine Anlage mit Gräbern. Und zwar habe ich mir überlegt, könnte man das so machen, dass ich jetzt, ich glaube, 3 Gräber oder so am Stück hier mache. Probiere das mal eben aus, wie das hinkommen würde. Also, dass man das bis hierhin quasi macht. Und dann mache ich die Gräber insgesamt 4 Blöcke lang. Und dann mache ich hier nochmal eine Umrandung drumherum. Und dann haben wir hier insgesamt 3 Gräber schon mal. So. Sieht ja eigentlich schon mal ganz gut aus. Und für die Grabsteine habe ich mir ein cooles Design überlegt. Und zwar schnappen wir uns dafür einmal... hier diese ganzen Stonebrick-Varianten. So, dann brauchen wir noch diesen ganz normalen Halbstein. Und dann brauchen wir noch hier alles mögliche an Mauern. Und dann kann man nämlich so eine Art Kreuz bauen, indem man hier einfach einen Stonebrick hinbaut, einen beliebigen. Also ihr könnt auch diesen Mossy nehmen oder den kaputten. Und da oben drauf tun wir dann diesen gemeißelten, weil meistens sind die Grabsteine ja noch irgendwie verziert und das sieht halt so eigentlich ganz gut aus. Dann mache ich oben drauf erstmal überall diesen hier, wobei man das natürlich auch tauschen könnte mit hier diesen hier zum Beispiel. Natürlich ganz euch überlassen, welche Steine ihr hier benutzt. Das soll ja nur eine Idee quasi sein, die ihr eben benutzen könnt, wenn ihr möchtet. Ich tausche den hier auch nochmal aus, so. Und da kann man nämlich hier dran nochmal so 2 Zäune machen oder 2 Mauern halt vielmehr. Ich sag immer Zäune, keine Ahnung. Und das sieht dann halt aus wie so eine Art Kreuz und eigentlich ganz cool verziert und so weiter. Und was wir dann noch machen, ist, wir schnappen uns Potswool und halt nochmal diesen Dirt. Und dann machen wir hier nämlich noch so ein bisschen, ja, so ein bisschen Erde hin. Und das sieht dann nämlich so aus, als wäre das hier irgendwie... Weiß nicht, so für Blumen, also so Blumenerde irgendwie. Weil meistens sind auf Gräbern ja ganz viele Pflanzen und so weiter. Und dementsprechend sieht das eigentlich ganz cool aus. Beziehungsweise man könnte es natürlich auch so machen. Das zeige ich euch mal hier. Dass es so aussieht, als würde das hier gerade eingegraben sein und da wäre noch kein Gras drüber gewachsen. Sieht natürlich auch ganz cool aus. Ich glaube, das lasse ich hier sogar mal ein bisschen. Mache hier nur noch mal ein bisschen Potzhol hin, so. Zack, und was wir dann noch machen können, ist natürlich noch so eine extra Platte, so eine Fußwegplatte hier hin machen. Die halt irgendwie noch heil ist, weil man geht hier nicht zu oft zu den Gräbern, aber dieser Weg hier ist halt kaputt. Und so sahen die vielleicht mal früher aus, bevor sie kaputt getreten wurden oder sowas. Könnte man natürlich machen und dann hier vielleicht nochmal einen anderen oder so. Einfach um das noch ein bisschen abzurunden, hier das Ganze. Und was wir dann noch machen, ist das Ganze natürlich ein bisschen verzieren. Dafür schnappen wir uns mal hier so ein paar Blümchen. Und man könnte auch eine Kerze nehmen zum Beispiel. Und so diese Gräser, die ich jetzt gerade genommen habe. Und da kann man hier zum Beispiel diese Verdorenen hinmachen, wenn man so einen verlassenen Friedhof oder einen alten Friedhof vielleicht machen möchte. Und da kann man hier noch so ein bisschen, wenn die schon lange nicht mehr gepflegt wurden oder so, dann sind die so überwachsen hier mit irgendwelchen Sträuchern. Kann man natürlich auch machen. Oder man stellt hier einfach so Kerzen hin quasi. Gibt es ja auch ganz oft, dass man so Kerzen anzündet an Gräbern. Und dann hier vielleicht noch so ein paar Blümchen hat.
Könnt ihr euch natürlich alles selber überlegen, wie ihr das machen wollt, aber ich mache es jetzt einfach mal so. Und ich würde sagen, das sieht doch schon mal ziemlich nice aus. Und was ich dann noch mache, ist dahinter so einen kleinen, so eine kleine, ja, wie nennt man das, Allee, glaube ich. Und dann können wir hier nämlich später ein paar Bäume hinpflanzen. Sieht, glaube ich, auch ganz cool aus. So, mache ich hier zwei Blöcke, gehe ich weiter, dann mache ich hier drei. Und dann hier in der Mitte nochmal 1, 2, 3, 4 und 5 Blöcke. Und da werden wir jetzt nochmal ein paar Bäume reintun. Dafür schnappe ich mir hier erstmal wieder diese Erde, weil meistens ist es ja so, dass unter Bäumen so Nadeln liegen und so weiter. Und irgendwelche Blätter und halt nicht so viel Gras wächst. Dementsprechend sieht das immer ganz cool aus, wenn man so unter großen Bäumen eben sowas hier platziert. Ich würde sagen, damit bin ich doch schon mal zufrieden. Und dann schnappen wir uns mal hier am besten ein Spruce-Bot, das so von allen Seiten Rinde hat. Das kann man sich ja craften und das sieht halt ein bisschen cooler aus, wie als würde man hier hin und wieder diese Jahreslänge sehen. Und dann machen wir auf jeden Fall in die Mitte ein. So. Ja, und da würde ich sagen, machen wir mit zwei Abstand entweder hier ein oder hier. Ich glaube, ich mache lieber hier einen hin. Na, wobei, ich mache dahinter einen. So. Und dann hier auch noch hin. Aber die Bäume werden wir zum Schluss machen. Erstmal machen wir jetzt etwas anderes. Das nächste, was wir bauen, ist nämlich erstmal ein kleiner Brunnen. Sowas gibt es natürlich auch eigentlich auf jedem Friedhof. Und zwar gehen wir dafür auf diesen Heckenblock hier und gucken dann 1, 2 diagonale Blöcke, die wir freilassen und machen dann hier einen Block hin. Und dann machen wir hier drei Blöcke hin, hier wieder ein, nochmal drei Blöcke, hier wieder ein, nochmal drei Blöcke, hier wieder ein und dann hier nochmal drei Blöcke. Und was wir dann machen, ist, wir platzieren erstmal in jeden mittleren Block, machen wir nochmal weg und platzieren dann da eine Treppe hin. Und dann machen wir nochmal an der Kante hier jeweils zwei umgedrehte Stufen hin, damit das Ganze noch ein bisschen nicer aussieht. Und dann platzieren wir noch Halbsteine über die mittleren drei Blöcke, so in etwa. Und dann haben wir schon mal einen ganz coolen Brunnen. So, was wir dann noch machen, ist natürlich hier das Gras austauschen. Und da stellen wir dann noch ein paar andere Blöcke hin. Und zwar nehmen wir dafür am besten, ich nehme mal Cobblestone. So, zack. Und zwar machen wir hier überall Cobblestone hin. So in etwa. Lassen in der Mitte erstmal quasi die Blöcke frei. Und schnappen uns dann nochmal die Halbsteine vom Cobblestone, die wir dann hier hin platzieren. So. Und was wir denn hier machen, ist natürlich noch so einen kleinen Springbrunnen. Und zwar nehmen wir dafür auch wieder die Stone Bricks. Wir machen das insgesamt drei Blöcke hoch, sodass das hier quasi einen über dieser Kante steht. Und dann machen wir noch einen Block darauf, aber den werden wir später nicht sehen, weil da kommen jetzt Stufen gegen. So in etwa. Und natürlich hier oben auch nochmal rauf. Und dann können wir das insgesamt, wenn wir das fertig haben, so zum Springbrunnen machen, indem wir hier oben nochmal zwei Mauern draufstellen. Und dann sieht das Ganze schon mal ganz nice aus. Dann können wir das Ganze hier mit Wasser fluten. Wobei ihr darauf natürlich achten müsst, oder dabei darauf achten müsst, dass ihr hier unten auch die ganzen Halbsteine eben ausfüllt. Sonst gibt es hier immer diese komischen Wasserbugs, wo man dann immer noch so ein bisschen was sieht. Und ihr müsst natürlich auch aufpassen, dass ihr hier nichts gegen die Stufen setzt. Ansonsten kommt nämlich das, was ich gerade gehabt habe. So, das wollen wir natürlich nicht. Und das Ganze sollte dann so aussehen. Das Ganze können wir natürlich noch verzieren, indem wir hier Seegras zum Beispiel hinpflanzen, weil das ist ja wahrscheinlich ein alter Friedhof und so und wird nicht so oft, keine Ahnung, gereinigt oder so. Wir können hier auch die Seegurken hinstellen und noch ein paar, wie heißen die Dinger hier, Seerosen obendrauf. Sieht eigentlich auch immer ganz nice aus. Und was ich euch noch als Tipp geben kann, ist immer, wenn ihr was baut, dann baut es zuerst aus einem Material, zum Beispiel ich jetzt hier aus Stonebricks, und dann tauscht aber nachher noch ein bisschen was aus und schnappt euch hier zum Beispiel andere Blöcke, die dazu passen, wie jetzt zum Beispiel diese Mossy Stone Geschichte hier und natürlich auch noch Cobblestone, der passt auch immer dazu. Und dann tauscht nochmal ein paar Blöcke aus. Zum Beispiel werde ich jetzt hier ein paar Blöcke tauschen. Hier ist ja ziemlich lange schon Wasser am Stehen. Dementsprechend kann man natürlich hier ganz gut so bewachsene Sachen hinbauen, weil die meisten Sachen werden ja mit der Zeit dann irgendwie durch das Wasser auch bewachsen und dementsprechend kann man hier gut austauschen und dann hier zum Beispiel auch nochmal diesen hier hinbauen und dann hier oben drauf vielleicht auch nochmal Cobblestone-Halbsteine. So, dann ist das halt insgesamt ein bisschen cooler, wenn das so ein bisschen abwechslungsreicher ist, wie gesagt. Darauf solltet ihr eigentlich immer achten und ja, es macht auch Spaß, sich dann sowas zu überlegen, so was könnte jetzt hier sein, zum Beispiel halt in diesem Fall ist ja Wasser hier, wie gesagt. Da macht es natürlich Sinn, dass hier so bewachsene Sachen sind. Oder wenn ihr irgendwelche alten Gebäude baut oder so, dass die dann irgendwie schon ein bisschen rissig sind, so an den tragenden Säulen quasi oder sowas. Das ist natürlich immer ganz nice und sieht natürlich auch cool aus, wenn ihr das so ein bisschen logisch macht quasi. Und hier würde ich das auch noch sogar nochmal austauschen so. Und dann würde ich sagen, sieht der Brunnen schon mal ganz nice aus. Ihr könntet natürlich, wenn das irgendwie ein neuerer Friedhof ist oder sowas, hier oben auch noch Wasser rauskommen lassen. Aber der Brunnen hier ist schon lange nicht mehr so am Funktionieren quasi. Dementsprechend würde ich sagen, lassen wir den so. Was wir dann noch machen können, sind nochmal ein paar Hecken. Und zwar platzieren wir die diesmal ausgehend vom Brunnen. Und zwar gehen wir hier insgesamt 1 und 2 Blöcke weg von, also wieder diagonal vom Brunnen aus. Also von diesem Block hier, von diesem kaputten. Und dann machen wir hier zunächst einen Block hin. Machen dann links und rechts jeweils so 2 Blöcke hin, die so zu den Seiten gehen. Und dann das Ganze nochmal mit 4er Reihen hier und da. Und dann machen wir nochmal eine 3er Reihe so. Das Ganze hier auch nochmal. Und dann umranden wir das Ganze hier auf dieser Seite nochmal und achten immer darauf, dass immer
eine Reihe Blöcke zwischen ist. Also bedeutet, wir machen es nicht so, weil hier wäre es dann ja zu Ende quasi, sondern wir machen es so, dass man hier noch durchgehen könnte quasi. Und das Ganze natürlich auch von der anderen Seite so. Und dann hätten wir hier schon mal eine extra Begrenzung. Und da werden wir später auch noch ein paar Bäume reinpflanzen. Aber wir machen jetzt erstmal noch hier so einen kleinen, ja, wie nennt man das? So einen kleinen Unterstand, wo man sitzen kann vielleicht. Und zwar schnappen wir uns dafür hier Spruce Fence und die Spruce Fence Gates. Und dann brauchen wir noch Spruce Trapdoors. Und am besten noch hier irgendwie ein Holz, der so entrindet ist quasi. Und dann noch irgendwas zum Sitzen. Dafür nehmen wir jetzt hier mal einfach Spruce Treppen. Und zwar platzieren wir die dann hier jeweils so hin. Und dann hier kommt der das entrindete Holz hin. Und dann machen wir hier nämlich einmal insgesamt 3 hoch Fences, also Zäune. Und dann platzieren wir hier oben drauf auch nochmal 2 jeweils, damit die eben auf derselben Höhe sind. Und dann platzieren wir hier einmal Fence Gates, damit das so aussieht, als wäre das so irgendwie oben verbunden. Hier machen wir das auch nochmal mit 3 Stück. Hier dann wieder 2 auf dieser Seite und hier machen wir wieder 3 Stück hin. Dann sollte das Ganze in etwa so aussehen. Was wir dann machen, ist noch ein Dach oben drauf mit den Trapdoors. Und zwar platzieren wir die hier einmal so entlang. Beziehungsweise hier machen wir das auch so. Und dann drehen wir uns aber einmal und machen das dann hier von der anderen Seite. Das sorgt nämlich dafür, dass die Trapdoors, dass die Textur von der Trapdoor quasi andersrum ist. Das seht ihr an diesen grauen, weiß nicht, Nägeln oder sowas, was das sein soll. Und das sieht eben ganz cool aus. Und dann haben wir hier eben nochmal so einen extra Sitzbereich quasi. Und was man hier natürlich auch noch machen kann, ist erstmal eine Laterne dann natürlich hinstellen. Und dann stellen wir uns nochmal ein Spruce Sign. Und das bauen wir dann hier gegen den gegen die Sitzmöglichkeiten. Das sind dann quasi so Armlehnen. Und dann können wir hier noch eine Laterne hinstellen. Dann haben wir hier noch eine kleine Sitzmöglichkeit, falls es mal regnet oder sowas. Oder man hier picknicken möchte im Friedhof, warum auch immer. Ja. Als nächstes machen wir jetzt nochmal ein bisschen mit der Hecke weiter. Und so haben wir hier eben aufgehört mit diesen 3 Blöcken. Und aus diesen 3 Blöcken machen wir jetzt so ein kleines Extra-Beet nochmal, wo dann später ein Baum reinkommt. Das deute ich hier nochmal an mit den Baumstämmen. Und was wir dann machen ist, wir platzieren hier oben noch einen Block, machen dann hier insgesamt 4 Blöcke und dann spiegeln wir das Ganze, was wir hier gebaut haben, noch einmal. Das bedeutet, hier kommt dann auch wieder dieses Baumbeet quasi hin, wo wir jetzt hier in die Mitte einen Baum stellen. Und dann machen wir eben nochmal dieses Ganze, was wir hier gemacht haben, genauso nur nochmal auf die andere Seite. Das bedeutet hier auch wieder 1, 2, 3, 4 Blöcke, 2 Blöcke, 1 Block, 2 Blöcke, 1, 2, 3, 4 Blöcke und dann hier 3 Blöcke. Und dann hier wieder jeweils so, dass einer frei bleibt. So. Und dann müsste das in etwa so aussehen bei euch. Und dann haben wir hier schon mal die Umrisse quasi von dem Friedhof. Und was wir dann noch machen, ist hier vorne erstmal 3 weitere Blöcke hin, die dann im Endeffekt so aussehen. Und dann platzieren wir hier noch einen Block und hier noch einen Block. Und das Ganze machen wir hier auch nochmal. Und dann machen wir hier nämlich so ein Denkmal hin. Dieses Denkmal bauen wir dann aus Andesit und aus Cleanstone. Und zwar sehen ja die meisten Denkmäler von irgendwelchen Kriegen oder so relativ einfach aus. Und zwar ist das meistens einfach nur eine Säule nach oben. Und das machen wir hier auch. Und zwar gehen wir insgesamt 18 Blöcke nach oben. Das bedeutet hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Blöcke. Und dann füllen wir das Ganze hier nochmal aus. Und dann werden wir später noch ein paar von den Blöcken eben austauschen mit Andesit. Damit das einfach, wie gesagt, ein bisschen besser aussieht. Das haben wir auch schon bei der Kirche gemacht. Dementsprechend haben wir so dasselbe Farbschema dann. Und ja, wie gesagt, sowas gibt es auf den meisten Friedhöfen, dass man einfach nochmal so ein Ehrendenkmal hat für die ganzen Leute, die im Krieg gefallen sind. Und das soll natürlich hier auch in Minecraft nochmal dargestellt werden. So, dann tauschen wir hier nochmal, wie gesagt, ein paar Blöcke aus. Einfach damit es ganz cool aussieht. Und dann halt, wie gesagt, immer darauf achten, dass nicht irgendwelche Muster entstehen oder sowas. Das ist natürlich dann immer komisch, wenn man drauf guckt und man erkennt direkt, ja, keine Ahnung, mal so jeder dritte Block oder sowas. Das finde ich einfach komisch. Sieht, finde ich, nicht so cool aus und es sieht halt besser aus, wenn es einfach so willkürlich ist. Und dementsprechend versuche ich das hier jetzt auch mal irgendwie hinzukriegen. So, ich glaube, das sieht soweit ganz gut aus. Was wir dann natürlich noch machen können, ist das Ganze noch ein bisschen verzieren. So, schnappen wir uns dafür wieder ganz normal hier die Erde und vielleicht ein paar Blümchen. Oder je nachdem, wie überwachsen das Ganze hier schon ist, auch ein paar Sträucher und sowas. Hier können wir hier nämlich einfach so ein bisschen... Oh, nee, das war zu viel. So, einfach so ein paar Blöcke hier hinbauen. Zack, und dann pflanzen wir noch ein paar Blümchen hin. Das Gras können wir mal hier lassen in diesem Fall. Vielleicht nochmal so einen Strauch, der hier tot ist. Hier vielleicht auch nochmal. Und dann sieht das Ganze schon mal ziemlich nice aus. Als nächstes kümmern wir uns dann um diesen Platz hier. Der ist ja noch ziemlich leer. Und da habe ich mir überlegt, können wir auch noch ein paar Gräber hinmachen, weil bis jetzt haben wir ja noch nicht so viele. Und zwar schnappen wir uns dafür dann wieder die ganz normalen Tannenblätter quasi und platzieren hier erstmal 2 Blöcke. Und platzieren dann hier nochmal 2 Blöcke. Und hier kommt dann quasi der erste Eingang. Das bedeutet, hier sind dann wieder 3 Blöcke. Und hier 1, 2, 3, 4 Blöcke insgesamt lang. So, zack, das werden genau die gleichen Größen quasi wie hier vorne auch die Gräber. Und das machen wir dann hier auch nochmal mit. So, zack. Und dann hier auch nochmal.
Beziehungsweise müsst ihr dann hier einfach diese Hecke quasi ein bisschen verlängern. Und dann sollte das ungefähr so aussehen. Und hier kommen dann aber ein paar andere Grabsteine hin. Das wäre ja langweilig, wenn es immer dieselben sind. Und dann platzieren wir dafür einmal die Treppen so rum. So, zack. Und das gleiche machen wir hier vorne auch nochmal. Und dann platzieren wir von der anderen Seite nochmal eine Treppe so nach oben. Und da oben würde dann das Schild gegenkommen quasi. Sieht eigentlich auch ganz cool aus. Und was wir hier machen, ist, wir platzieren hier einfach so ein Kreuz. Das bedeutet vier Mauern übereinander und dann hier oben nochmal zwei Blöcke hin. Und dann haben wir hier die nächsten Gräber. Und beim ersten Grab werde ich euch jetzt einen ziemlich coolen Bautrick zeigen. Und zwar machen wir dafür nochmal die Blätter hier weg. Und zwar werden wir es so aussehen lassen, als würde hier aus dem Grab quasi ein Zombie kommen. Und zwar platzieren wir dafür hier erstmal zwei Blöcke weg quasi, machen dann unten einen Halbstein rein, machen dann hier natürlich wieder einen Block hin, den habe ich nur aus Versehen weggemacht. Und dann stellen wir hier, indem wir so schräge gucken, quasi einen Armor-Stand dahin und platzieren auf diesen Armor-Stand drauf einen Zombie-Kopf. Und das sieht dann eben so aus, als würde der hier gerade so aus dem Grab herausklettern quasi. Und was wir dann noch machen können, ist, wir platzieren hier einen Dirt-Block, platzieren dann hier vorne einen Piston, der dann quasi den Block da reinschiebt. Und das lassen wir ihn auch machen mit einem Redstone-Block dann. Dann können wir den ganzen Piston nämlich wieder wegmachen, hier irgendwas hinbauen, die Hecke wieder hin. Und jetzt sieht das so aus, als würde der Zombie gerade hier rausklettern. Und was man dann noch machen kann, ist tatsächlich so die Seegurken zu nehmen. Und das sieht dann nämlich so aus, als würde er quasi mit seinen Händen quasi schon draußen sein. Ich sag so oft quasi, ne, aber ist auch scheißegal. Und dann mit dem Kopf und mit den Händen, wie gesagt, schon draußen sein. Und das ist ein ziemlich cooler Bauhack, wie gesagt, den wollte ich hier unbedingt einbauen. Und was wir dann noch machen, ist natürlich hier einfach noch ein paar Blöcke hin, wie wir das ja eben auch schon gemacht haben. Und ihr könnt natürlich öfters es so machen, dass hier die Zombies rausklettern. Das könnte auch bei jedem Grab zum Beispiel so sein. Würde ich persönlich ein bisschen Overkill finden, so, aber man kann es natürlich machen, wenn man möchte. Ich wollte hier halt, wie gesagt, auch ein paar coole Bautricks einbauen. Und dann schnappen wir uns hier nochmal die ganzen Blümchen, so, die man da hinbauen kann. Hoppala, ich mach die hier immer weg. So, vielleicht auch nochmal eine Kerze. Stellen wir den hier hin zum Beispiel. Und vielleicht hier hin. Und dann kommen hier die Blümchen, wie gesagt, hin. Dann sieht das Ganze hier schon ein bisschen cooler aus. An sich solltet ihr auch, wenn ihr immer baut, darauf achten, dass ihr halt möglichst auch an Pflanzen und sowas denkt, weil Pflanzen und so Vegetation und, ja, weiß nicht, einfach so random mal so ein Busch zum Beispiel, sieht ziemlich nice aus und gibt einfach dem Ganzen, was ihr gebaut habt, einfach eine ganze Menge. Und dann platzieren wir hier nochmal diese extra Blöcke. Dann haben wir hier schon mal drei extra Gräber. Das sieht doch schon mal ziemlich nice aus. Als nächstes bauen wir noch ein Grab und zwar kommt das hier hin. Das wird allerdings ein bisschen, ja, anders geformt sein als die anderen. Und zwar machen wir das insgesamt, also hier ist ja quasi die Linie von den anderen. Das machen wir einen Block weiter, also bis hierhin quasi. Und dann gehen wir hier runter, genauso lang wie die anderen Gräber sind und machen dann hier einen Block hin, sodass quasi dann hier der Eingang ist. Und dafür schneiden wir uns hier auch nochmal Stone Bricks eben. Und was wir hier machen ist, wir buddeln hier erstmal ein Loch, das wird nämlich noch ein offenes Grab werden quasi. So machen wir das so weit und machen dann auch nochmal diese beiden Blöcke weg. Dann platzieren wir hier erstmal ganz normale Steine hin, beziehungsweise Stone Bricks. Und dann platzieren wir hier zweimal so Stufen hin. Und dann so, dass wir hier so ein Kreuz daraus bekommen. Sieht schon mal ziemlich nice aus und nochmal eine andere Variante als halt die Grabsteine, die wir schon kennen. Und was wir jetzt machen ist, wir tauschen hier unten erstmal den ganzen Dirt aus, mit dem Dirt, der halt nicht überwachsen wird. Das machen wir hier auch nochmal. Und an der Stelle auch nochmal eine coole Idee eigentlich, und zwar sieht dieser Dirt auch von der Seite anders aus als der normale. Das bedeutet, auch hier könnt ihr dann eben so ein bisschen Variation noch mit reinbringen, was so die Textur angeht von der Wand quasi. Und was wir dann machen ist, wir platzieren hier Lectern-Blöcke. Und zwar sieht das dann nämlich so aus, als wäre hier gerade ein Sarg, der allerdings schon geöffnet ist oder gerade geöffnet wurde. Und dann könnte man hier natürlich irgendwie Zombies rumlaufen lassen oder sowas. Oder wie der hier zum Beispiel, der gerade ausbricht. Hat man dann hier so ein bisschen, was die Geschichte vielleicht angeht oder so, noch so einen Anreiz, dass hier irgendwas wohl ausgebrochen ist oder so an Halloween, keine Ahnung. Na, da kann man ja kreativ werden, was auch immer. Und was wir dann natürlich noch machen, ist hier noch ein Block in die Ecke. Ich weiß gar nicht, ich habe hier gar keine Gräser gemacht. Das machen wir natürlich auch noch. So ein bisschen überwachsen kann ja nicht schaden. So. Und wie gesagt, das wollte ich auch noch unbedingt mit reinnehmen. Diesen offenen Sarg sieht auch ziemlich nice aus. Und dann machen wir jetzt erstmal weiter. Als nächstes machen wir hier jetzt erstmal noch ein bisschen Weg. Und zwar auch wieder insgesamt vier Blöcke breit. Das bedeutet von hier bis hier. Und das kennen wir ja schon, wie wir das machen. Einfach so ein paar Blöcke hier einfach random rein spammen. Wobei ich es hier schon verkackt habe. Ach nee, war gar nicht verkackt, aber ist auch egal. Und das machen wir jetzt hier einmal drumherum quasi, damit wir hier drumherum auch nochmal einen ganz normalen Weg haben. So, das habe ich jetzt soweit fertig. Und als nächstes bauen wir noch ein Grab. Und zwar kommt das hier hin, das wird allerdings auf die andere Seite gucken, also der Eingang wird nicht auf dieser Seite quasi sein, sondern auf dieser hier. Aber ansonsten machen wir das genauso wie die anderen, die wir bis jetzt schon gebaut haben auch. Und zwar hier einfach dann vier Blöcke, 1, 2, 3, 4. Dann machen wir hier den Eingang hin und hier hinten ist dann quasi Ende Gelände. Und dann machen wir hier aber nochmal zwei Blöcke hin, denn hier vorne kommt ein Brunnen hin, den machen wir aber gleich erst. Erstmal machen wir natürlich hier das Grab und zwar hier wieder ganz normal, wie wir es schon kennen, dieses Design hier quasi. Und dann platzieren wir hier noch ein paar Blöckchen. Zack. Und das Dekorieren machen wir dann später. Erstmal machen wir jetzt hier noch einen Block hin.
Und dann machen wir hier jetzt erstmal einen kleinen Brunnen. Und zwar schnappen wir uns dafür nochmal die Stufen. Diese hier, diese bemoosten. Und dann vielleicht auch nochmal eine Cobblestufe, wenn ich die. Ah, wobei ich nehme ganz normale Stufen. Und dann hier dieses bemooste. Und was wir dann machen ist, wir platzieren hier insgesamt 4 Blöcke und machen dann da oben drauf nochmal Treppen, die so angerichtet, was auch immer. Dann machen wir hier vorne noch ein kleines Becken, was dann eben quasi so das Wasserbecken sein soll. Und da machen wir natürlich dann auch Wasser rein. Und das ist dann nochmal so ein extra Brunnen, wo man sich irgendwie so Wasser holen kann, damit man hier die Gräber pflegen kann, wie auch immer. Und so. Dann hätten wir das. Fließt hier Wasser? Ne, okay, das sieht gut aus. Und dann machen wir als nächstes hier nochmal ein bisschen Dekoration in dem Park. Und zwar stellen wir uns dafür nochmal ganz normale Spruce Stairs und Schilder, wenn ich die finde. Da haben wir sie. Und was wir dann natürlich auch noch machen können, sind Mülleimer. Die sind natürlich auch sehr wichtig. Dafür benutze ich Komposter und Eichenfalltüren. Und dann können wir nämlich hier zum Beispiel hier Sitzgelegenheiten hinbauen quasi und die natürlich auch mit Armlehnen quasi ausstatten, mit den Schildern quasi. Und dann können wir hier vorne nämlich zum Beispiel bei dem Tisch, wäre natürlich ein Mülleimer ganz gut in der Nähe. Den stellen wir dann einfach zum Beispiel hier hin und machen dann hier so eine Trap darauf, die offen ist oder zu, je nachdem. Und dann können wir hier an die Seiten quasi ganz einfach Schilder machen und dann haben wir hier so einen funktionierenden Mülleimer. Und da können wir jetzt zum Beispiel auch Zuckerrohr reintun und dann sieht das so aus, als würde hier schon ein bisschen was drin sein. Oder anders könnte man da natürlich auch die ganzen Gartenabfälle und so reinschmeißen, wenn man hier zum Beispiel mal Unkraut jäten geht oder sowas. Dann fällt natürlich eine ganze Menge Müll an. Den kann man dann zum Beispiel hier reinschmeißen. Oder ich würde sagen, ich mache hier nochmal irgendwo einen hin. Mache ich nochmal hier in die Ecke vielleicht ein. Und dann hier wieder mit den Schildern. Und dann machen wir da auch schon mal ein bisschen was rein. So. Hier oben bauen wir jetzt nochmal 2 kleine Gräber. Und zwar haben wir ja hier schon mal diese Diagonale quasi. Und daraus machen wir jetzt eben, wie gesagt, nochmal ein Grab. Und so platzieren wir hier und hier jeweils die Stufen und machen dann daraus wieder so ein Kreuz, was wir ja schon mal gebaut haben quasi, nur halt diesmal so diagonal quasi. Und dann platzieren wir hier nochmal ein paar Blöcke, damit dann hier quasi so der Eingang ist. Und dann haben wir hier das Grab. Was wir dann machen, ist von hier aus diesen Block nochmal wegmachen und dann 2 Blöcke in diese Richtung gehen. Hier kommt nämlich gleich noch ein Gebäude hin, und zwar so eine Krypta, so eine Gruft. Die nimmt dann hier diese beiden Blöcke quasi in Anspruch. Und dann machen wir daneben nochmal 2 Blöcke, und zwar so. Und machen hier dann quasi nochmal so ein Grab hin. So rum müsste es ja sein, genau. Dann machen wir hier einen Block hin und der geht dann bis hier vorne. Und dann machen wir das Ganze hier nochmal hin. So in etwa, wobei das hier dann ein bisschen knapp wird, aber sieht ja eigentlich auch ganz cool aus. Müssen wir hier unter natürlich nur dafür sorgen, dass dann hier Gras ist. Oder beziehungsweise könnte man natürlich auch diese anderen Blöcke nehmen. Dann machen wir das Ganze so vielleicht. Dann haben wir hier noch ein bisschen so eine engere Passage. Ist natürlich auch cool, ist ja ein kleiner Friedhof. Muss ja nicht alles so riesengroß sein. Und dann machen wir hier das gleiche nochmal mit dem Kreuz quasi. Und was wir dann natürlich auch noch machen können, ist hier noch ein paar Blöcke austauschen, natürlich bei dem Kreuz auch. Hier zum Beispiel mit den ganzen anderen Stufen, die uns eben zur Verfügung stehen, können wir natürlich auch noch was machen. Zum Beispiel hier vielleicht solche bewachsenen hin und oben ist schon ein bisschen kaputt oder sowas. Kann man natürlich immer mal machen. An sich könnt ihr das natürlich überall immer machen. Das erzähle ich jetzt nur nicht jedes Mal, weil sich das ja eine Menge wiederholen würde eben. Was wir dann natürlich hier noch machen, ist einfach so ein paar Dirtblöcke davor, damit das Ganze hier so ein bisschen bewachsen aussieht, eben genau wie die anderen Gräber, die wir hier noch haben. Und natürlich diese Eingangsplatte fehlt natürlich auch noch, beziehungsweise darf natürlich nicht fehlen. So, dann haben wir das hier auch schon mal soweit fertig und sieht eigentlich ziemlich cool aus. Und das nächste, was wir jetzt bauen, ist hier eben noch dieses kleine Extra-Gebäude. So, ich muss gestehen, ich bin nicht der Beste in so einem Kryptas bauen quasi oder in so einem Gruften. Und dementsprechend sieht das auch nicht so geil aus, was ich baue, aber ich gebe mir trotzdem jetzt mal Mühe. Und zwar machen wir hier so einen kleinen Eingang hin. Und zwar soll das hier quasi so der Eingang sein, wo man dann so reingeht. Und davor machen wir eben so ein paar Stufen. Dann machen wir hier erstmal Säulen nach oben, würde ich sagen. Und dann hier oben erstmal so eine tragende Säule drüber. Sieht ja eigentlich schon mal ganz cool aus. Wobei, ich schnappe hier nochmal sowas hier. Dann können wir nämlich das hier noch ein bisschen enger bauen, weil sonst würde man ja nicht erkennen, dass in der Mitte quasi der Eingang ist. So sieht das ja schon mal ganz gut aus. Und dann würde ich sagen, machen wir die insgesamt dann halt so weit wie es geht nach hinten. Das bedeutet ja bis hierhin quasi. Dann hier auch nochmal 2 Blöcke und so. Und dann machen wir hier hinten nochmal 2 Blöcke nach oben, so. Ich habe übrigens hierfür jetzt keine Vorlage oder sowas. Ich mache das jetzt hier komplett Freestyle. Dementsprechend, nicht auslachen, wenn das hier scheiße aussieht. Und das sieht ja ein bisschen scheiße aus, aber soll ja nur den Zweck erfüllen erstmal. So, ja, so geht das doch erstmal. Machen wir hier halt ganz normal Cobblestone vielleicht lieber hin. So. Oder was man auch nehmen könnte, wären diese Steine hier. Das würde natürlich auch cool aussehen. So einfach als Mauerwerk quasi. Das machen wir dann auch bis ganz nach oben. So. Was dann natürlich auch noch fehlt, ist ein Dach.
Dafür nehmen wir dann Halbsteine am besten. Die sehen eigentlich immer gut bei sowas aus. Dann lassen wir die hier hinten so ein bisschen überlappen. So. Dann machen wir das Ganze hier vielleicht noch ein weiter, so in etwa. Dann sieht das Ganze schon gut aus, ist das symmetrisch, jo. Und dann können wir das Ganze hier nochmal ein bisschen höher werden lassen. Auch nochmal so ein Tipp, dass ihr halt nie Flachdächer machen solltet, weil das sieht eigentlich immer scheiße aus. Außer ihr baut was krass modernes oder so und, ja, keine Ahnung, aber in den meisten Fällen so mittelalterliche Sachen und so hatten ja meistens nie ein Flachdach. Da könnte man hier oben vielleicht noch ein paar Blöcke draufsetzen. So ungefähr. Sieht ja schon mal ganz gut aus. Wobei ich vielleicht die inneren Blöcke dann doch nochmal austausche mit irgendwas, dass man so erkennt, dass es nicht zu den Säulen gehört. Und reingehen kann man hier jetzt zwar nicht, aber ich mache nochmal die Blöcke hier weg, so. Aber man soll ja natürlich auch nicht in irgendwelche random Gruften einfach reinlaufen auf dem Friedhof, das wäre irgendwie ein bisschen sehr komisch. Irgendwie, keine Ahnung, finde ich zumindest. Und ich schnappe mir hier jetzt nochmal die ganzen anderen Mauern, die wir noch haben. Dann können wir die nämlich hier hin platzieren und hier vielleicht nochmal so ein und hier so ein. Und dann haben wir hier, wie gesagt, den Eingang. Und hier könnt ihr euch jetzt überlegen, wollt ihr, dass man hier drin schon was sieht? Irgendwie so ein Sarg vielleicht oder sowas oder eine Treppe nach unten, irgendwas Mysteriöses. Oder ansonsten schnappt ihr euch nämlich einfach hier den schwarzen Concrete und baut dann hier nochmal eine Säule hin. Dann sieht das nämlich so aus, als könnte man einfach nicht reingucken oder als wäre da irgendwas, aber man sieht es halt nicht, weil es zu dunkel ist. Ist auch eine ganz coole Taktik. Und ansonsten mache ich hier oben, glaube ich, nochmal so ein paar Blöcke hin. Und hier vielleicht, ne, hier brauche ich das gar nicht. Ich mache hier unten nochmal welche. Und dann tausche ich bei dem Dach nachher noch ein paar Blöcke aus. Und zwar wollen wir ja, wie gesagt, nicht, dass das hier alles derselbe Block ist. Das habe ich ja schon des Öfteren in dem Video jetzt gesagt, dass das ein bisschen komisch aussieht. Dementsprechend tauschen wir das. Was mir gerade aufgefallen ist, es gibt Halbsteine von dem bemoosten Stone Bricks, aber nicht von den kaputten. Das ist ja sehr mysteriös. Naja, machen wir mal so. Was man natürlich auch noch machen könnte, wäre das Ganze bewachsen machen. Das bedeutet, dass wir hier zum Beispiel jetzt einfach so ein bisschen Laub runter wachsen lassen. Das sieht eigentlich auch ziemlich cool aus. Könnte man zum Beispiel auch auf der Rückseite ganz gut machen. Und das dann hier hochgehen lassen oder sowas. Eigentlich ziemlich nice. Vielleicht auch hier den Block weg oder so. Das lasse ich, glaube ich, so. Sieht ziemlich cool aus. Und dann tauschen wir aber hier oben noch ein paar Blöcke aus. Auf jeden Fall. So. Dann würde ich sagen, vor allem das, was man sieht, muss man eben ändern. Hier zum Beispiel die Rückseite wird man ja wahrscheinlich nicht sehen, wenn man den Friedhof besucht. Dementsprechend muss man das theoretisch nicht ändern, aber ich muss jetzt einfach doch nochmal, einfach der Vollständigkeit halber. So. Und natürlich auch nochmal im Mauerwerk so ein paar kaputte und bemooste Blöcke einbauen. Dürft ihr auf keinen Fall vergessen, das macht einfach einen riesigen Unterschied, ob man das macht oder nicht tatsächlich. So, und dann haben wir auch die Krypta soweit fertig. Sieht eigentlich auch ganz nice aus. Und was wir dann noch machen können, was ich eigentlich schon die ganze Zeit machen wollte, ist hier in der Ecke nochmal ein bisschen Bewachsenheit bauen quasi. Und zwar könnt ihr das eigentlich meistens in jeder Ecke von irgendeinem Gebäude, zum Beispiel diesem hier, machen, dass ihr einfach so ein paar random Blätter da einfach hinbaut. Und das sieht dann eben einfach ganz gut aus, weil es so bewachsen ist oder sowas. Hat eigentlich immer was. Okay, das hier war jetzt vielleicht ein bisschen zu viel, aber so kann man es auf jeden Fall lassen. Dann macht ihr das hier vielleicht nochmal ein höher und hier. Und was man dann natürlich auch aufmachen kann, ist einfach so ein paar Fences nochmal dahin bauen. Sieht so aus, als würde man hier so ein paar Äste noch sehen. Sieht eigentlich auch ziemlich nice aus. Hier oben vielleicht nochmal einen rauf. Und ja, was wir dann noch machen müssen, ist natürlich die ganzen Bäume. Und zwar überlege ich mir jetzt noch, wo noch vielleicht Bäume hin könnten. Und zwar würde ich auf jeden Fall hier noch irgendwo einen Baum hin machen. Hier nehme ich hin. So. Und dann würde ich sagen, machen wir hier vorne noch einen Baum hin. Und dann, oder vielleicht zwei Bäume hier sogar. Ich mache hier nochmal einen hin. Und dann hier nochmal einen hin. Das müsste dann aber auf jeden Fall reichen von den Bäumen her. Und für die Bäume benutzen wir dann nochmal dieses ganz dunkle Holz als Halbstein. Oder das ist gar nicht das ganz dunkle Holz, aber das ganz dunkle Holz und nicht den Netherbrick. Und natürlich auch die ganz dunklen Fences. Und zwar mache ich jetzt hier so, ja so, ich weiß nicht, wie man so eine Baumart nennt, die halt schon so ein bisschen tot aussieht. Und halt nicht so ganz groß ist und so weiter. Auch hier beim Baum bauen quasi, kann ich euch nur den Tipp geben, macht es einfach irgendwie random und guckt, wenn es doof aussieht, dann macht es halt nochmal neu. Aber ansonsten einfach random irgendwie die Blöcke hinbauen, das funktioniert immer am besten. Und dann müsst ihr euch zum Beispiel zwischendurch nochmal aussuchen, welche Bäume irgendwie besonders groß sein sollen oder in welche Richtung die gehen. Aber ansonsten könnt ihr einfach ganz random hier die Blöcke platzieren. Zack. Und das sieht dann meistens eigentlich ganz gut aus. Hier zum Beispiel die hier würde ich ein bisschen höher machen tatsächlich. Aber halt ein bisschen weg von dem Denkmal. Weil das würde sonst hier ein bisschen das so die Stimmung kaputt machen, wenn das irgendwie bewachsen ist. Wobei man das auch machen könnte, das Denkmal so mit Lianen umranden und so, das wäre eigentlich auch ganz cool. Aber mache ich jetzt mal in diesem Fall nicht. So. Und das Ding hier machen wir auch nochmal ein bisschen höher. Zack, zack, zack. So zum Beispiel. Was man dann natürlich auch immer noch machen kann, sind so ein bisschen höhere Wurzeln quasi.
die man so deutlicher sieht. So, vor allem bei diesen hier, wo man jetzt noch Platz drumherum hat, kann man das natürlich machen. Und auch in die Erde zum Beispiel, damit man da noch ein bisschen so die Wurzeln sieht. Sieht man ja meistens bei den normalen Bäumen auch. Oder bei den echten Bäumen vielmehr, nicht bei den normalen Bäumen. So. Und was ich dann meistens noch mache, ist, dass ich diese Verbindungsblöcke, also dieser hier, der ist ja die Verbindung zwischen oben und dem linken quasi, die tausche ich dann meistens aus und platziere dann da jeweils so zwei Halbsteine, weil das meistens auch ganz cool aussieht. Oder ihr macht das so wie hier zum Beispiel, einfach damit das Ganze noch ein bisschen abgerundeter aussieht. So weit, wie man halt in Minecraft abrunden kann, so mehr oder weniger. Hat meistens auch noch was. Und ansonsten addet das halt nochmal zur Variation so ein bisschen. Also kann ja eigentlich nicht schaden, wenn man ein bisschen variiert einfach. Und sieht natürlich auch ganz cool aus, wenn man dann noch ein bisschen andere Textur hat. Weil, ja, na, kann nicht schaden, wie gesagt. So, ich bin eigentlich soweit zufrieden damit. Was wir jetzt machen, ist einfach überall noch ein bisschen Laub drauf. Und ich würde sagen, ich zeige euch einfach mal an einem Baum, wie ich das mache. Und dann lasse ich die anderen einfach alle offscreen quasi machen. Dann ist das Video ein bisschen kürzer. Ich habe nämlich sowieso Angst, dass das hier ein bisschen sehr lang wird und sich das eh keiner bis zum Ende anschaut. Aber wenn ihr bis hierhin geschaut habt, könnt ihr schon mal Hashtag Friedhof in die Kommentare schreiben. Ja, aber ich mache jetzt hier, wie gesagt, erstmal so ein bisschen nur, weil das sollen ja auch irgendwie so alte Bäume sein, die irgendwie vielleicht schon nicht mehr so viele Nährstoffe kriegen, weil der Friedhof irgendwie böse ist oder sowas. Und würde natürlich komisch aussehen, wenn hier so ein voller Baum steht. Und ja, also ich platziere hier jetzt auch einfach random überall einfach ein paar Blöcke hin und gucke, ob das scheiße aussieht. Das ist eigentlich immer die beste beste Möglichkeit, so habe ich festgestellt, in Minecraft zu bauen. Einfach irgendwie machen, und wenn es komisch aussieht, dann guckt man halt, warum sieht es komisch aus, und dann ändert man das einfach. Und das hier zum Beispiel sieht jetzt hier ein bisschen komisch aus, deswegen würde ich sagen, machen hier noch ein paar Blöcke hin, hier vielleicht noch einen hin, und dann den hier nach oben. Ja, das sieht schon mal ein bisschen besser aus. So. Ja, okay, der war zu viel zum Beispiel, und den hier mache ich vielleicht auch weg. Und so bin ich eigentlich zufrieden mit dem Baum, so würde ich die ungefähr machen. Und so kann man jetzt die anderen zum Beispiel machen. Wobei, man könnte auch sowas hier machen, dass man das zum Beispiel nicht so nach links und rechts gehen lässt, sondern mehr so nach unten, so dass die Blätter irgendwie nach unten fallen irgendwie. Das fällt mir schwierig, das irgendwie zu beschreiben, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine, wenn ich das baue. Also sowas hier. Zack. Dass es dann einfach so eher nach unten geht als so oben. Also die meisten Bäume sind ja oben so ein Ball irgendwie, auch die meisten Minecraft-Bäume, wenn man sich mal umschaut. Aber ich will ja, dass die hier so ein bisschen nach unten gehen, das ist vielleicht auch nochmal ein bisschen cool. So von wegen, dass sie auch trauern vielleicht um die Leute, die hier liegen oder so, keine Ahnung. Aber ich denke, so bin ich eigentlich zufrieden mit den Bäumen. Und so werde ich das jetzt hier bei den anderen auch nochmal schnell machen. Die Bäume sind jetzt alle fertig und sehen in etwa so aus. Ich bin eigentlich relativ zufrieden damit. Und das nächste, was wir machen, ist das Ganze nochmal umzäunen mit einem etwas älter aussehenden Zaun vielleicht, kann man so sagen. Und zwar machen wir dafür insgesamt jeweils 5 Blöcke Cobblestone Wall. Das bedeutet 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke. Und dann machen wir insgesamt 3 Blöcke hoch Stone Brick. Und dann machen wir von der Seite, von der man, also von außen quasi, machen wir dann die Stufe so, dass sie so guckt eben. Und dann platzieren wir oben auf die Stone Walls nochmal drauf diese Eisengitter. So, und dann platzieren wir oben auf die Eisengitter drauf nochmal Halbsteine aus Stone Brick. Und machen dann auf den dritten Block jeweils, also auf den mittleren Block, nochmal ein. Und das sieht dann so aus. Und das machen wir jetzt einmal ganz drumrum. So, ich habe das Ganze jetzt mal bis hier vorne gemacht. Und was wir hier machen, ist nochmal ein Eingangstor. Und zwar machen wir dafür dann hier insgesamt 3 Blöcke frei. Machen das Ganze hier allerdings auch, nee, ich mach mal 4 Blöcke hoch, das sieht, glaube ich, besser aus. Und dann machen wir hier so rum die Stufen nochmal, so. Machen das Ganze dann nochmal umgedreht und dann platzieren wir da oben drauf nochmal Halbsteine und oben drauf nochmal ein, und das sieht dann so aus. Und was wir dann machen, ist hier insgesamt 3 Blöcke hoch Eisengitter und das gleiche dann nochmal auf der anderen Seite, und dann sieht es so aus, als wäre das hier so eine Doppeltür, die man aufmachen kann. Und dann haben wir hier noch den kleinen Brunnen, da machen wir dann natürlich auch nochmal ein bisschen Dingsbums rum, ein bisschen Hecke. Und dann füllen wir das Ganze hier natürlich auch nochmal mit Weg aus, der dann bis hier geht. Und dann ein Stückchen weiter vielleicht auch noch. Und dann haben wir nämlich so das meiste schon fertig. Was wir dann natürlich noch machen können, sind Laternen. Und das zeige ich euch gleich nochmal schnell, wie man die noch machen kann, wenn wir das hier fertig haben. Und das haben wir ja schon quasi fertig. Das ist ja gut gelaufen hier. Zack. So. Oder was man hier auch noch machen könnte, wäre eigentlich nochmal so ein Wassereimer. Also so eine Andeutung von einem Wassereimer, den man hier vielleicht daneben hat, den man sich holen kann oder so. Nee, aber was ich jetzt eigentlich machen wollte, sind nochmal ein paar Laternen. Und zwar schneiden wir uns dafür Spruce Fans, dann die Spruce Trapdoors und natürlich noch Laternen eben, weil Laterne braucht eine Laterne. Und dann können wir uns hier nämlich einfach überall so ein paar Laternen hinbauen, zum Beispiel hier einfach insgesamt 4 Blöcke hoch Fans platzieren, dann einen Block rübergehen, da unter die Laterne hängen und oben drauf dann nochmal 2 Falltüren. Das Ganze können wir jetzt überall nochmal machen, also überall, wo es sich anbietet, zum Beispiel hier vielleicht nochmal irgendwo, machen wir mal hier vielleicht hin. 2, 3, 4. Man sollte es natürlich nicht übertreiben, ist ein alter Friedhof.
So, aber so ein paar, denke ich, können nicht schaden. Einfach damit man weiß, wo man hingehen muss oder so. So, zack. Das waren, glaube ich, schon vier so. Dann oben die Trapdoors eben drauf. Und darunter noch eine Laterne. Zack. Sieht eigentlich ziemlich nice aus und ist eben schnell gemacht. Ich glaube, ich mache hier auch nochmal eine hin. Vielleicht so an die Ecke nochmal. So, zack. Darunter eine Laterne. Oben nochmal zwei davon drauf. Und das könnt ihr halt aber machen, wie ihr möchtet im Endeffekt. Und was ich denn hier noch vergessen habe, sind natürlich so ein paar ein bisschen Pflanzen noch drumherum. Machen wir natürlich auch nochmal. Und Lianen könnte man natürlich auch noch hier irgendwie ranhängen irgendwo. Hier zum Beispiel so, zack. Sich hier so runterwachsen und dann hier, wie gesagt, so alles mögliche an Gräsern kann man dann hier noch hin platzieren. Einfach damit es so ein bisschen abwechslungsreicher aussieht. So könnt ihr natürlich auch insgesamt überall nochmal überall hinbauen, so ein paar Gräser. Einfach damit es hier noch ein bisschen bewachsener aussieht. Das ist ja so eine Art verlassener Friedhof, so mehr oder weniger. Wenn ihr den natürlich, wie gesagt, modern haben möchtet, dann könnt ihr natürlich einfach hier so ein bisschen dieses Ranzige weglassen und einfach ganz normale Wege bauen oder sowas. Würde natürlich auch ganz nice aussehen. Und was wir dann noch machen, ist vorne nochmal ein bisschen etwas. Und zwar machen wir den Zaun hier nochmal insgesamt ein bisschen weiter. Und zwar bis hier so ungefähr. Oder warte, wir machen nur ein Element, glaube ich, weiter sieht. Ich glaube, ich weiß, wie ich es mache. Ja. Ich weiß schon, wie ich das mache. So. Also wir machen das jetzt noch einen weiter. Das wird dann nochmal 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke weiter. Und dann machen wir hier nochmal so ein Dreier-Dingsbums hoch. Dann hier, wie wir es eben schon gemacht haben, dieses Muster. Und dann machen wir hier vorne nämlich noch so eine alte Abzäunung hin. Und so machen wir die aus Cobblestone vor allem. Aber natürlich auch aus Stone Bricks. Und natürlich auch aus diesen Mauerelementen hier, zack. Weil das ist dann so ein bisschen nochmal der Kontrast zwischen der Kirche, die vielleicht schon lange hier steht oder so. Und dann natürlich nochmal dem Friedhof, der nochmal neuer ist. Wahrscheinlich. Dann können wir hier nämlich noch so eine alte ranzige Mauer hinbauen. Die baue ich meistens einfach ganz random aus den ganzen Zutaten quasi, die ich hier benutze. Das sieht nämlich immer am besten aus, wenn man es einfach dann, wie gesagt, random macht. Das habe ich aber, glaube ich, in dem Video auch schon 20 Mal gesagt, dass das am besten aussieht. Aber ich finde es immer am besten und ich will euch ja hier Tipps geben, wie ich das machen würde. Dementsprechend kann das, denke ich, nicht schaden so. Und ich würde sagen, so können wir es auch schon direkt lassen. Vielleicht machen wir hier noch einen Block drauf. So, das sieht ja schon mal ganz cool aus. Vielleicht hier nochmal einen hin und da nochmal einen hin. Und hier vielleicht doch so rumdrehen. Denn hier vorne von der anderen Seite natürlich auch noch irgendwas bauen. So, ich würde sagen, so kann man es lassen. Das sieht ganz gut aus. Ah, vielleicht da nochmal einen hin. So. So bin ich auf jeden Fall zufrieden damit und ich hoffe, euch hat das Video soweit geholfen. Und ja, ich würde sagen, wie gesagt, ihr wisst, Hashtag Friedhof. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns mal im weiteren Video. Ich hoffe, euch gefällt der Friedhof, wie gesagt, und ihr könnt mit dem einen oder anderen Trick vielleicht was anfangen. Und dann sehen wir uns bei einem weiteren Video. Haut rein und ciao.